Willkommen bei Minecraft. Ja, wie gesagt, ich muss ja noch alles zubauen und dann muss ich mir noch mal Gedanken machen. Gedanken über Gedanken, denn hier möchte was nicht so funktionieren, wie es einmal war. Also, das wurde verändert, das kann ich schon mal sagen. Denn so habe ich damals eine Monsterfalle gemacht, dann ist quasi von allen Seiten das Wasser in die Mitte geflossen. Damals waren es glaube ich nur 7 Felder, hier sind es 8 Felder hier bei Technik Launcher. Und ja, jetzt habe ich das Problem, das Wasser will ja nicht weg. Also alle dicht und alle zu und alles weg. Dann muss ich das Eisen auch wieder wegmachen. Und muss stark überlegen. Gut. Ja. So ist besser. Das bedeutet wiederum, ich muss hier einiges kaputt machen. Und die Monsterfalle quasi, naja, verändern. Modifizieren kann ich sie ja nicht. Denn dazu müsste sie ja schon fertig sein, um sie dann nochmal zu verbessern. Sie ist ja fehlerhaft. Also mit Bionalo hatte ich ja mit Wäldern gemacht, die waren ja wirklich schön. Wir waren auch beim ATB mal drinnen. Da hat man eine ganze Weile eine Welt gehabt, wo wir quasi in so einen Baum mit mehreren Zimmern. Ja, so einen kleinen Berg hier ein Haus gebaut haben, wo auf der anderen Seite ein Hügel war, wo man dann quasi dann so eine Art Baumfarm gemacht haben, kann ich mich noch dran erinnern. Das war eine schöne Welt. Ja, ist alles schon ein paar Jahre her. Dann kam Situation, wo man absolut keine Nerven hatte zu spielen, aber auch keine Lust. Beruflich war man viel unterwegs. Da hat es auch nicht dann mit der Zeit so gepasst. Von daher muss man dann eben so ein bisschen abschätzen und schauen, was passt. Aber eins kann ich sagen, wir passen besser jetzt auf uns auf, dass wir auch ein bisschen private Freizeit bekommen und uns nicht mehr vom Arbeitgeber großartig ausnutzen lassen. Ja. Also ich soll es anders formulieren. Wir sind in einem Alter, wo wir sagen können, wo unsere Grenzen sind. Und haben auch die nötigen Qualifikationen, auch selber Forderungen stellen zu können. Das wird ja immer schlimmer. So, reicht das? Nein. Alles zurückgebraucht, bitte das Gegenteil. Also ich soll alles zurücknehmen und das Gegenteil behaupten. Ich sag mal so, wir sind nicht mehr in der Ausbildung. So, das muss jetzt reichen. Gut. Da ja das nicht so funktioniert, sondern so funktioniert, kann es ja dann nur noch dann so sein, dass ich dann quasi das hier wegmachen muss. Genau, dass um eine Etage tiefer setzen muss. Sie werden kurz abgemeldet. Gut, dann werde ich mal kurz eine Aufnahmepause machen. Und weil mein Betriebssystem sich mal kurz neu starten muss. Viel Spaß, tschüss. Hallo, da bin ich wieder zurück ins Spiel. Der Rechner hat einen Neustart gemacht, ein automatisches. Gut, dass er mir es vorher gesagt hatte, sonst wäre die Aufnahme jetzt versaut gewesen. So, jetzt muss ich auch überlegen, wo war ich stehen geblieben? Genau, hier, die Monsterfalle musste ja verstärkt werden.
Das bedeutet, die Eisenblöcke kommen quasi hier hin. Und das kommt ja auch weg. So, das geht alles eine Etage nach unten. Genau. Gut, ich mache mal etwas schneller hier. Sonst werde ich ja nicht fertig da. Okay, gut. So, alles eine Etage tiefer. Bis jetzt sieht es erstmal gut aus. Ich dachte, ich mache das von einer Seite. Aber man kann es auch von zwei Seiten machen und dann quasi über das Stufensystem über Stufensystem dann quasi ablaufen lassen. Das werde ich jetzt sehen, ob es funktioniert. Gut, das kann ich am besten sehen, wenn ich mich selber hier anstelle. Man wird quasi abgetrieben und fällt dann hier runter. So, runtergerutscht, runtergefahren. Ach, weiß der Teufel, wie man das nennt. Mein Deutsch ist heute wie immer Schrott. Was ist denn hier los? Schwieriges Schweinchen. Diese unsichtbaren. Ah, jetzt ist es da. Jetzt sieht man's. So, Schwertchen. Da steht mir nämlich im Weg. Wo ist es denn? Gut. Ist mir ja was rum. Quiekt und quackt. Das Schwein. So, super. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Okay, hier funktioniert es. Funktioniert es auch hier? Das ist schön. Und dann runter und dann vorlegen. So. So. Dann wird jetzt hier hochgezogen und dicht gemacht, damit auch jegliche Beleuchtung abgetrennt wird. Mann, wie hoch habe ich ihn hier gebaut? Oh. Da drüben sehe ich gerade meine Katze auf Bionalo liegen, mit den Schenkeln nach außen. Der fühlt sich ja wohl. Ja, oh, was soll's. Dann werde ich mal schön hoch machen hier. 1, 2, 3, 4. 4. Gut. Also ich kann irgendwie immer nur zwei bauen. Also kann ich auch mal nur, also muss ich hier doppelt hier rumfliegen. Gut, okay. Einmal. Also es muss alles wirklich stockduster sein. Deswegen nehme ich auch das dunkelste Material und das stabilste, was es gibt. Wegen den Creepern und ja, damit da nicht kaputt geht. Das kann man, also dieser Fall ist wie gesagt für diejenigen im Nachbau, wer es nachbauen möchte, die nicht leveln möchten, sondern einfach nur die Stoffe der Monster brauchen. So wie
Die Knochen für Knochenmehl, ja, die Pfeile von den Skeletten, von den Spinnen, das Material. Und falls doch eine Spinne überlebt, habe ich da unten, ne, diesen, ja, den Gang, der nur eins breit ist, weil Spinnen kommen da nicht durch. Die brauchen immer einen Weg, der zwei breit ist, zwei Felder breit ist. Eine Spinne, die seitwärts läuft, habe ich noch nicht gesehen. So. Die eine Reihe noch. Und dann muss ich quasi einmal dicht machen. Dann mache ich einen Deckel oben drauf und dann ist die Monsterfalle eigentlich soweit fertig. Dann ist nur noch die Außenverzierung, die wird dann mit Cobblestone gemacht, ne, mit Glowstone gemacht und als Leuchtturmerweiterung. Bin ich gleich einmal rum, nachdem ich die zwei Reihen voll habe. Ja, habe ich gleich voll. Dann mache ich einen Deckel noch drauf und dann dürfte man quasi zum Schluss nicht mehr sehen. So, schön. Das müsste reichen. Ja, jetzt fliege ich noch mal ein paar Mal im Kreis, aber das geht ja schnell vorbei. So, das Dach mache ich offline jetzt noch schnell fertig hier, zumindest ja, die Decke. Und die Außenfassade mache ich dann in der nächsten Folge. Bis dann, noch viel Spaß und tschüss.